Tja, willkommen zurück zu unserem Let's Play von Castlevania Aria of Sorrow. Ihr erinnert euch, im letzten Part haben wir den verbotenen Bereich erkundet und uns dieses Schwert hier geholt. Und jetzt, na gehen wir natürlich weiter, wir wollen ja schließlich irgendwann, wie unser Auftrag lautet, im Zimmer des Hausherrn enden. Um dieses Schloss mit der Freunde verlassen zu können. Und auf den schnellsten Wege dorthin zu gelangen, wo wir denn nun eigentlich hinwollen, müssen wir den verbotenen Bereich wieder durchqueren, Andin ausrüsten, weil wir wollen ja übers Wasser gehen. Kurz hier hoch, diesen Raum aktivieren. Wer es jetzt nicht erkannt hat, es ist ein Teleporterraum. Dieses Vieh schlachten, weil es XP gibt. Dieses Vieh schlachten, diese Viecher schlachten, weil die ebenfalls XP geben. Tja, werden sie nicht geaddet worden. Ei, Vorsicht. Genau. Von diesem Ding erstmal ausweichen, weil es ist nicht sehr nett. Um genau zu sein, tut es weh. Normalerweise kann man auf sie drauf springen und sie von oben her besiegen. Das klappt natürlich nicht, weil der Raum so niedrig ist, dass er einen runterstößt, wenn man an die Decke kommt. Dieses Mana bis mal hier oben holen muss später, weil wir brauchen es nicht. Denn wir benutzen so gut wie nie Magie. Toll, das reimt sich. Klasse, habe ich wieder mal was verbockt. Hätten wir jetzt die Spionenaugenseele, genau diese hier, würden wir sehen, dass hier ein Geheimgang ist, welcher uns zu Pudding führt. Und wir wissen, Essen ist immer gut, es füllt unsere Trefferpunkte auf, vielleicht gibt es auch welches, das die Mana-Punkte auffüllt. Ein Level-Up, immer gut. Flammendämonen. Naja, einfach ausschalten. Und hier begegnen wir solchen komischen Puppen, Crash-Test-Dummies, Golems. Auf jeden Fall laufen die alle auf ein Ziel hinzu. Wir können sie nicht davon abhalten. Zu eben diesem Ziel müssten wir eigentlich auch, aber ich möchte erstmal hier noch das Gebiet erkunden. Es kann nie schaden. Wie man sieht, kommt dabei Geld heraus. Geld brauchen wir für diesen Seelenring oder Geisterring oder wie er hieß. Auf jeden Fall den Ring, mit dem wir viel leichter Seelen sammeln können. Denn Seelen sind gut, Seelen verstärken den Kopfjäger und bieten uns viele anderweitige Möglichkeiten. So, hier speichern wir ganz kurz, denn wer sich's dachte, da unten, wo die Leutchen hinlaufen oder die, naja, muss immer Leutchen, ist der Bossgegner. Und hier begegnen wir ihm wieder. Ein kurzes Video und wir sehen, wie dieses Ding sie absorbiert und größer wird.
Das ist jetzt unser Gegner. Es ist... Tja, wer weiß es. Es ist Legion. Wer nicht weiß, woher Legion seinen Namen hat, der sollte mal ein paar Bücher lesen. Fest steht jedenfalls, Legion hat einen Panzer aus diesen Wesen gebildet. Denn das, was wir hier sehen, ist nicht unser eigentlicher Gegner. Nein, unser Gegner ist im Inneren dieser Kuppel und diese Kuppel bietet ein Schutzschild und besteht aus 4 Teilen, wie man vielleicht schon gesehen hat. 4-mal Schadensberechnung, gleich 4 Teile. Da ist eins abgefallen. Wir müssen insgesamt alle 4 Teile zerstören. Wenn wir dies nicht tun, haben wir Probleme. Dieser Kreis, diese komische Kugel in der Mitte da, ist unser Gegner. Aber wie gesagt, noch ist ein Teil dran. Das müssen wir noch zerdeppern. So, jetzt haben wir es zerdeppert. Und jetzt läuft der Amok. Diese komischen Tentakel im Übrigen können Laser schießen, wenn man sie dazu kommen lässt. Wir haben ihn jetzt schon platt gemacht. Ich habe ein Level up erhalten und die Seele von Legion. Es feuert eine Reihe von Lasern ab. War ja klar. Wer jetzt übrigens immer noch nicht weiß, wer Legion ist, den sei gesagt. Ein kleines Zitat. Und er fragte ihm, wie heißt du? Und er antwortete, Legion, mein Name, denn unser sind viele. Wer jetzt immer noch nicht weiß, der sollte vielleicht mal nach Legion in der Wikipedia gucken. Tja, mehr Tipps kann ich jetzt auch nicht geben. Hier hüben liegt dann gleich ein Gegenstand, wenn ich mich nicht irre, den wir noch brauchen werden. War das hier oder war das oben? Nein, das ist hier, nämlich der Goldring. Ausrüstung, Goldring. Goldring bewirkt vor allem, oder eigentlich einzig nur, das Auftauchen von Geld oder das verstärkte Auftauchen von Geld als Drops von Gegnern. Und damit sind nicht einfach bloß kleine Münzen gemeint, wie sie hier zum Beispiel sind im 10er-Bereich. Nein, 500er, 1000er, vielleicht sogar 2000er Münzen oder Säcke sind damit gemeint. Und hier holen wir unsere nächste Seele, ein Galamot. Damit erkennen wir Räume und Orte, an denen die Zeit angehalten wird. Und wir erinnern uns vielleicht noch an einen solchen Raum. Oben, bevor wir auf den Kopfjäger trafen, war so einer. Da war ein Hase, der die Zeit anhielt und uns vor die Tür setzte. Und um eben solche Räume geht es. Wir sind jetzt nämlich gegen eben diesen Einfluss des Zeitanhaltens immun. Und ich würde sagen, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Aber wenn ich es recht bedenke, ist die eine noch nicht so effektiv. Sagen wir es so. Also gehen wir jetzt in den Raum mit den Hasen. Eieieiei. Hoffe ich zumindest. Obwohl, ich glaube, ich könnte, sobald wir hier raus sind, den Part beenden, weil es hängt gerade und es liegt daran, dass meine Festplatte langsam voll wird. Drum sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dark.